Hallo liebe Leute und kurz von mir eine Info, und zwar gehe ich auf die 200 Abonnenten zu und da habe ich mir jetzt was sagen wir mal Spezielleres überlegt, und zwar Star Wars The Old Republic mal wieder aus der Spielekiste ausgekramt, und da möchte ich euch jetzt entscheiden lassen, ob wir die helle Seite, also die Republik, oder die dunkle Seite, das Sith Imperium, spielen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr jemand von euch schon das Spiel kennt, aber da ist ziemlich viel Potenzial dahinter. Saugeile Story, alles animiert und vertont. Also sau cool. So. Ich zeige euch jetzt gerade mal kurz, wie das denn hier aussieht. So. Wir haben diese 2, 4, 6, 8 Klassen. Wir haben einmal den Sith-Krieger, der einmal das Sith-Marodeur. Der hat zwei Lichtschwerter. Der Sith-Juggernaut, sowas wie der Tank, der hat ein Lichtschwert. Sith Hexer ist der, wo ganz viel Blitze schießt. Sith Attentäter hat ein Doppellichtschwert. Dann haben wir den Kopfgeldjäger, einmal Powertech und einmal Söldner. Der hat zum Beispiel jetzt hier zwei Pistolen und der hat hier Flammenwerfer und anderen Dreck. Und dann haben wir noch einen Agenten, beziehungsweise unterteilt in einmal Saboteur oder halt Scharfschütze mit einem dicken Scharfschützengewehr. Und jetzt gehen wir mal auf die helle Seite. Ja, alle Anpassungen gehen verloren. So, hier gibt es natürlich die Jedi-Ritter. Das sind einmal die Hüter und die Wächter. Das sind dementsprechend auch ein Lichtschwert, zwei Lichtschwerter. Dann haben wir die Botschafter, einmal den Jedi-Gelehrten. Das ist quasi der, wo halt mit Zeug um sich wirft. Und der Schatten-Jedi, das ist der mit dem Doppellichtschwert. Dann haben wir einen Schmuggler. Gibt es einmal den Revolverhelden. Ihr seht schon, wem der ähnlich aussieht, ja, hier Schurken. Und der Soldat. Also quasi ein richtiger Soldat. Ja. Gibt es einmal den Kommando und einmal den Frontkämpfer. Ist natürlich auch wieder Bewaffnung und alles komplett anders. Und auch das Einsatzgebiet. So. Jetzt liegt es an euch, Leute. Ihr könnt jetzt aussuchen, welche Klasse, erstmal für welche Seite wir uns entscheiden, welche Klasse wir wählen, und dann werde ich mit euch diese Geschichte durchgehen. Wenn es euch, also wenn die Sache gut ankommt und es euch richtig gut gefällt, dann kann man da auf jeden Fall auch noch mal andere Klassen durchspielen und so ein schönes Let's Play dazu machen. Also haut rein, schreibt's Kommi, schreibt mich an über Steam, über YouTube, was möchtet ihr, und dann gehen wir das zusammen durch.